Einst lebte ein furchtbar dicker, fetter und hässlicher König zusammen mit seiner furchtbar dicken, fetten und hässlichen Königin in einem riesigen Schloss. König und Königin wussten den lieben langen Tag nichts Besseres mit sich anzufangen, als dick und fett auf ihrem Thron zu sitzen und ihr Geld und Gold zu zählen. So ging das Tag für Tag. Es gab nur eine einzige Straße, die auf den Berg hinaufführte, auf dem das Schloss erbaut war. Alle Reisenden, die vorhatten, ihren Weg auf der anderen Seite des Berges fortzusetzen, waren gezwungen, dem gierigen Königspaar einen Batzen Geld als Wegezoll zu bezahlen. Kein Wunder, dass die königliche Vorratskammer aus allen Nähten platzte. Die Untertanen des Königs in der benachbarten Stadt waren jedoch bitterarm. Da begab es sich, dass eines Tages ein Fremder in dieses düstere Reich kam und einen der Geldeintreiber um eine Audienz beim König bat. »Ich kann ja mal nachfragen lassen«, maulte der Geldeintreiber, »aber eigentlich werden Audienzen grundsätzlich niemandem gewährt. Übergeben Sie dem hochverehrten Königspaar dieses kleine Päckchen«, antwortete der Fremde mit einem verschmitzten Lächeln. »Beim Anblick des Inhalts werden Ihre Majestäten vielleicht eine Ausnahme machen und mich empfangen.« »Und wen soll ich melden?«, wollte der verdatterte Geldeintreiber wissen. »Melden Sie den Baron von Sauermilch«, entgegnete der Fremde. Der Geldeintreiber hastete ins Schloss, gab das Päckchen einem der Kammerdiener und befahl ihm, das Päckchen unverzüglich beim König persönlich abzugeben. Außer Atem kam der Diener vor den Gemächern des Königs an. Gegenüber der Wache stotterte er etwas von einer Botschaft und einem Päckchen für den König. Die Wache klopfte an die schwere hölzerne Tür. »Eure Hoheit! Der Kammerdiener hat ein geheimnisvolles Päckchen für Sie, von einem Fremden, von einem gewissen Baron von Sauermilch.« »Ein Päckchen? Geheimnisvoll?« Der König horchte auf. »Ah, sicher ein Geschenk. Na gut, schick den Kammerdiener zu mir.« Kaum hatte der Diener die Gemächer des Königs betreten, riss der König das Paket auf und starrte mit gierigem Blick auf dessen Inhalt. »Los, geh und hol diesen Baron, wie auch immer, und sage ihm, dass ich ihn sofort empfangen werde«, befahl der König. »Schnell!« »Baron, Baron«, rief der Kammerdiener bereits von Weitem dem Fremden zu, »der König gewährt Ihnen eine Audienz. Folgen Sie mir bitte. Eure Hoheit, der Baron von Sauermilch ist hier.« »Ah ja«, antwortete der König. Der Baron trat in die königlichen Gemächer ein. »Wie kommt es, Baron, dass ich bislang noch nie etwas von Ihnen gehört habe?« »Och«, antwortete der Baron, »ich komme von weit, weit her aus einem fernen Ort namens Goldstadt.« »Goldstadt?« Der König war erstaunt. »Kommt von dort dieser Goldbarren, der in Ihrem Päckchen war?« »Ja, so ist es«, grinste der Baron, »und dort gibt es noch viel mehr Goldbarren. Und warum wollen Sie ausgerechnet bei mir eine Audienz?« »Nun ja, ich verließ Goldstadt, weil wir keinen Blei mehr haben und somit auch kein Gold mehr produzieren können.« »Das Dach Ihres Schlosses sowie die Dächer der Häuser unten in der Stadt hingegen bestehen allesamt aus Blei. Und deshalb, Majestät, möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen.« Nun war der König nur noch neugierig. »Was für einen Vorschlag!« Der Baron machte eine wer weiß wie Geste, holte tief Luft und begann zu erzählen. »Noch bevor Goldstadt seinen Namen erhielt, lebte bei uns ein Zauberer. Nach jahrelangen Experimenten gelang es diesem Zauberer, Blei in Gold zu verwandeln. Ihm gelang dieses Kunststück mit Hilfe einer speziellen Mixtur, für die er ganz besondere Zutaten verwendete. Eines Tages fand unser König die Formel für diese Mixtur heraus, verwandelte alles Blei in Gold und wurde steinreich. Der dicke, hässliche König platzte fast vor Gier. »Und diese Mixtur? Die haben Sie?« »Nein, Majestät. Aber ich habe die Formel dafür und einen Vorschlag für Sie. Zunächst zu der Mixtur. Als Zutaten benötigt man als allererstes das Horn eines Einhorns. Zweitens braucht man das Haar von einem Kamel. Drittens braucht man den Schwanz eines Löwen und viertens den Stoßzahn eines Nashorns. Des Weiteren sind folgende Dinge nötig. 10 Tüten Zucker. 20 Säcke Weizen, 40 Flaschen vom besten Champagner, 50 Säcke Salz, 20 Säcke Pfeffer, 40 Säcke Kaffee, 20 Säcke mit Tee, 60 Flaschen Essig, 100 Zitronen und eine Tomate. Der König war verblüfft. »Wie bitte? Wie in aller Welt soll ich an das Horn eines Einhorns kommen?« Der Baron blieb ruhig. »Ich weiß nur, dass die Formel ohne dieses Horn nicht funktioniert. Und nun zu meinem Vorschlag. Zunächst ist es Ihre Aufgabe, all diese Zutaten für die Formel zu beschaffen.
Der König fing an zu falschen. Ich muss die Zutaten beschaffen und das Blei. Ich sage Ihnen Folgendes. Von dem gewonnenen Gold gebe ich Ihnen 10% ab. Ich behalte selbstverständlich 90%. Der Baron lächelte. Halbe halbe für jeden. Doch der König war nicht mehr zu bremsen. Niemals! Entweder Sie willigen in meinen Vorschlag ein, oder wir lassen das Ganze. Der Baron schnalzte mit den Lippen. Gut, Hoheit. Abgemacht. Kümmern Sie sich also als erstes um die Beschaffung sämtlicher Zutaten. Der König beeilte sich nun, jedermann und Frau im Schloss und in der Stadt wissen zu lassen, welche Dinge er benötigte, und befahl seinen Untertanen, diese auf dem schnellsten Wege bei ihm im Schloss abzuliefern. Um die Sache zu beschleunigen, versprach er seinen Untertanen eine großzügige Bezahlung und gab den Leuten aus der Fülle seiner Schatzkammer einen dicken Batzen Geld im Voraus. Nach 3 Monaten hatten die Leute alles herbeigeschafft. Nur ein Einhornhorn, das hatten sie nicht. Doch den Untertanen des Königs war das nicht ganz unrecht, denn solange sie nach diesem Einhornhorn suchten, wurden sie bestens für ihre Arbeit bezahlt. Zum ersten Mal waren die Leute fröhlich, satt und guter Dinge. Die Monate vergingen, aber das Einhornhorn vermochten sie dem König nicht zu bringen. Dieser war in seiner Gier nach Gold so voller Verzweiflung, dass er anfing, seine Möbel, seine Pferde, seine Kutschen, sogar seine Kleider und Pelzmäntel und schließlich seine Goldkrone zu verkaufen. So blind in ihrer Habsucht waren König und Königin, dass sie überlegten, von dem Baron Geld zu leihen, um die Suche nach dem Einhornhorn fortsetzen zu können. Ein weiterer Monat verging. Da waren König und Königin bankrott. Da jammerte der König dem Baron die Ohren voll. »Baron, Baron, was sollen wir bloß tun? Wir sind ruiniert.« Zu allem Leid des Königs fing nun auch noch die Königin an, mit ihrem Gatten heftig zu streiten. »Du alter Esel!« Derweil stand der Baron am Fenster seines Zimmers und erblickte auf einmal das lang ersehnte Einhorn am Rande des Waldes. »Schnell«, rief er, »Hoheit, kommen Sie her, sehen Sie mal, da draußen am Waldrand steht ein Einhorn.« Der König sprang auf. Er schaute aus dem Fenster, sah das Einhorn und stürzte aus dem Zimmer. Wie von der Tarantel gestochen, jagte die Königin ihrem Gatten nach. Beide rannten nun wie wild durchs Schloss und stießen jeden zur Seite, der ihnen im Weg stand. Sie hetzten über die Zugbrücke und weiter bis an den Rand des Waldes, wo das Einhorn noch immer in aller Seelenruhe graste. In ihrer Verzweiflung stolperten sie übereinander, stießen sich gegenseitig weg, nur um das lang ersehnte Einhornhorn endlich doch noch ergattern zu können. Doch in dem Moment, in dem die beiden das Horn des Einhorns berührten, verschwanden König und Königin und mit ihnen das Fabelwesen. Niemals wurden sie je wieder irgendwo gesehen. Der Baron von Sauermilch jedoch, der lässt sich noch heute ab und zu mal irgendwo sehen.